So, kurz ein paar Worte zum Modus der Lehrveranstaltung. Die Lehrveranstaltung wird ja nach dem Flipped Classroom-Prinzip abgehalten. Flipped Classroom bedeutet, dass wir die Dinge, die üblicherweise im Klassenzimmer, also im Hörsaal passieren, aus dem Hörsaal raus verlagern. Also den klassischen Vortrag, den wir in einer Vorlesung haben, den gibt es in dieser Form hier nicht. Dafür holen wir das, was man normalerweise zu Hause machen muss, also das Lernen, das Vertiefen, das Verstehen in den Hörsaal herein. Das ist die Idee hinter diesem Flipped Classroom-Prinzip und das versuchen wir in unseren Lehrveranstaltungen seit, ja, jetzt das dritte Mal, seit 2 Semestern bereits erfolgreich, jetzt im dritten Semester umzusetzen. Funktionieren tut das so, dass haben wir ja vorhin schon gesehen, die Themen oder die Inhalte der Lehrveranstaltungen in unterschiedliche Themen gegliedert sind, die man für sich betrachten kann und wir uns über den Lauf des Semesters mit diesen Themen sowohl in der Vorlesung als auch in der Übung verzahnt beschäftigen werden. Ich werde jetzt nicht nur die Vorlesung betrachten, sondern auch die Übung, weil es grundsätzlich zusammengehört. Sie sind getrennt absolvierbar. Sie werden auch getrennt beurteilt. Grundsätzlich ist aber so gedacht, dass man die beiden Lehrveranstaltungen in Kombination besucht. Was ich da durchscroll, ist der Syllabus. Der ist im QuSS oder auch über die Lernplattform abrufbar. Da ist alles, was ich jetzt erzähle, auch nochmal textuell beschrieben. Wir haben also diese 4 Themengebiete, die wir vorhin schon gesehen haben: Computernetzwerke, Abstraktionsmodelle, Enterprise Architecting und Arbeitsgestaltung und Unterstützung. Und in diesen 4 Themengebieten werden wir uns an diesen 4 Themengebieten werden wir uns orientieren und sowohl in der Vorlesung als auch in der Übung vorgehen. Das ist auch die Struktur, die wir in der Lernplattform wiederfinden. Zu jedem Skripten oder jeder Skriptenteil ist einem Themengebiet zugeordnet. Bei den Videos ist nach Themenbereichen strukturiert. Auch die Downloads, die PDF-Downloads der Videos, des Skriptums, sorry, sind nach Themenbereichen strukturiert. Auch in der Übung wird es so sein, dass wir die Übungsaufgaben nach diesen Themenbereichen strukturieren. Mal wieder zurück da. Es ist also so, dass es für diese Themenbereiche einzelne Themen gibt, die in sich abgeschlossene Einheiten darstellen. Und zu jedem dieser Themen gibt es einmal grundsätzlich Inhalte im Skriptum. Finden wir hier nochmal grafisch dargestellt, auch nochmal runtergebrochen, was da drinnen behandelt wird. Skalierbarkeit, Transparenz bei den Gestaltungsprinzipien verteilter Systeme zum Beispiel. Und zu jedem dieser Themen gibt es dann auch ein Video, das man sich ansehen kann. Dieses Video enthält den klassischen Lehrvortrag. Also das ist wie wenn wir im Hörsaal stehen würden. Der Unterschied ist, dass bei der Erstellung der Videos anhand des Skriptums vorgegangen wird. Das heißt, ich erkläre da drinnen die Inhalte anhand dessen, was im Skriptum steht und mache direkt am Skriptum dann Notizen dazu, wenn es notwendig ist, oder zeichne direkt am Skriptum was auf, so wie hier an dieser Stelle, wo dann vielleicht was eingezeichnet wird. Markiere dann auch in bestimmten Skriptenteilen relevante Stellen, versuche da gerade was zu finden, wo man das sieht. Hier sieht man, wie ich versuche, Zeichnungen zu machen. Das heißt, ich annotiere direkt am Skriptum. Man kann dann dementsprechend auch am PDF, auf der PDF-Version oder auf einer ausgedruckten Version mitschauen und nachsehen, nachlesen, wenn man irgendwas vielleicht nicht so genau verstanden hat im Lehrvortrag. In der zugehörigen Präsenzphase, also es ist jetzt so, dass es zu jedem dieser Themengebiete üblicherweise 2 Präsenztermine gibt. Das sind immer diese Mittwochstermine. Welche Inhalte wir jeweils behandeln, sehen wir am Schluss des Syllabus in den einzelnen, in der Terminübersicht. Also es wird zum Beispiel im ersten Termin um den Grundlagenbereich und den Themenbereich 1, die Themen 1 bis 3 gehen. Das heißt, da muss man sich im Wesentlichen 6 Videos anschauen. Das ist auch der größte. Dann werden es immer weniger Videos, weil es teilweise inhaltlich dann dichter ist. Dafür, das an dieser Stelle bemerkt, ist auch die Anwesenheitszeit im Hörsaal auf die Hälfte reduziert. Das ist eine 2-stündige Lehrveranstaltung. Grundsätzlich wird es 15 Termine pro Semester geben. Wir sind aber bereits im Dezember fertig. Das heißt, die Zeit, die fürs Video schauen
eingerechnet wird, die ist, um die ist die Präsenzphase in der Vorlesung reduziert, sodass der Aufwand insgesamt gleich bleibt. Das heißt, es ist jeweils klar, welche Videos, welche Inhalte also anzusehen sind, zu erarbeiten sind bis zu einem bestimmten Präsenztermin. Wenn dann jemand zum Präsenztermin kommt, gehe ich davon aus, auch in der inhaltlichen Vorbereitung, dass die Inhalte bekannt sind. In den Präsenzterminen besteht keine Anwesenheitspflicht, ist eine Vorlesung. In den Präsenzterminen vertiefen wir dann die Inhalte. Vertiefen wir die Inhalte so, dass wir versuchen, dann konkrete Übungen, konkrete Fragestellungen zu bearbeiten und dabei die Querverbindungen vor allem zwischen den einzelnen Themen zu verstehen, beziehungsweise offene Fragen, die aufgetreten sind, entweder beim Ausarbeiten oder bereits beim Ansehen noch zu klären. Die Motivation, neben der inhaltlichen Erkenntnis zum Präsenztermin zu kommen, ist, dass man bei aktiver Mitarbeit im Präsenztermin sich Bonuspunkte für die Prüfung erarbeiten kann. Es schaut so aus, dass die Prüfung grundsätzlich nach diesen Themengebieten, nach diesen Themenbereichen strukturiert ist und es bestimmte Punkteanzahl pro Themenbereich gibt. Bei aktiver Teilnahme in den Präsenzterminen kann man sich insgesamt maximal ein Drittel dieser Punkte bereits vorab erwerben, die auf jeden Fall angerechnet werden. Es ist also nicht unbedingt notwendig, bei der Prüfung eine Punktezahl zu erzielen, die für eine positive Beurteilung ausreicht. Solange es mit diesen Bonuspunkten erreicht wird, ist es ausreichend. Diese Bonuspunkte werden pro Themenbereich verrechnet. Das heißt, wenn man auf der Prüfung 100% der Punkte erreicht, wenn man die Fragen komplett beantworten kann und auch 30% der Bonuspunkte hat, dann verfallen diese Bonuspunkte. Die werden nicht weiter angerechnet. Das heißt, pro Themenbereich maximal 100% der Punkte. Wenn man jetzt zum Beispiel 80% hätte und man hat 30% Bonuspunkte, dann bekommt man sämtliche Bonuspunkte. Hätte man 50% erreicht und 30% Bonuspunkte, bekommt man 80% der Punkte. Aktive Teilnahme an den Präsenzterminen, die wird durch eine Abgabe der Aufgabenausarbeitung dokumentiert. Das heißt, jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer am Präsenztermin gibt noch während der Präsenzphase seine oder ihre Ausarbeitung ab. Das passiert über die Lernplattform. Dazu gibt es dieses Abgabe-Feature, das wir hier sehen. Da sind bereits die ersten Vertiefungsaufgaben angelegt. Die sehen wir hier, die gehen auch nur während der Präsenzphase auf und die Aufgabenstellung wird jeweils während der Präsenzphase ausgeteilt. Es ist also notwendig, anwesend zu sein. Bonuspunkte gibt es nur, wenn man anwesend ist, weil die Hoffnung ist, dass durch die Anwesenheit, durch die Interaktion mit den Kolleginnen und Kollegen einfach vertiefteres Verständnis entsteht, als wenn man sich gesondert mit diesen Aufgaben nochmal beschäftigen würde. Die Bonusaufgaben oder die Vertiefungsaufgaben, die werde ich im Nachhinein dann auch immer online stellen, dass jene Personen, die nicht die Gelegenheit gehabt haben, am Präsenztermin teilzunehmen, zumindest diese Aufgaben nochmal anschauen können. So viel eigentlich zur Vorlesung. Bei der Vorlesung gibt es zwei Prüfungstermine, die sind unabhängig voneinander. Wenn jemand die Prüfung abgibt, dann wird sie auch beurteilt. Es besteht aber die Möglichkeit, in den ersten 15 Minuten der Prüfung den Hörsaal zu verlassen. Und es ist so, wie wenn man nicht da gewesen wäre, wie wenn man sich nicht angemeldet hätte. Vielleicht hier noch zur Übung. Die Übung gliedert sich in zwei Phasen. Einmal die Phase, die parallel zur Vorlesung läuft, die ja nur bis zur Mitte des Semesters geht. Und in diesen zwei Phasen ist es so, oder in der ersten Phase ist es so, dass es Arbeitsbereiche gibt, die jeweils den jeweiligen Themenbereichen zugeordnet sind und die zu bearbeiten sind. Jeweils im Zwei-Wochen-Rhythmus, parallel verschränkt zu den zu den Themengebieten der Vorlesung. Ja, die Vorlesung beginnt immer etwas früher, damit wir schon Inhalte haben, an denen wir dann üben können. Die detaillierte Themenaufstellung findet man dann hier.
Und in der Vorlesung, in der Übung ist es so, dass wir eben drei Aufgaben pro Themenbereich haben. Diese sind individuell auszuarbeiten und abzugeben. Jetzt muss man nicht alle abgeben, sondern insgesamt 75% der Aufgaben. Das heißt, 9 von den 12, 4 Arbeitsbereiche, 3 Aufgaben, 12 Aufgaben, 9 davon sind abzugeben, wobei für jeden Arbeitsbereich jeweils mindestens eine abgegeben werden muss. Das ist wichtig. Nach der Arbeitsphase besprechen wir dann auch immer mögliche Lösungen. Das heißt, es gibt nach der Abgabefrist dann immer nur einmal ein Durchgehen potenzieller Lösungen. Es ist aber so, dass wir diese Abgaben, die abgegeben worden sind, dann auch auszugsweise stichprobenartig beurteilen und die gehen in die Beurteilung zu einem wesentlichen Teil mit ein. Von diesen 9 Aufgaben, also 9 bis 12 Aufgaben, die abgegeben wurden, werden wir insgesamt 4 Aufgaben zufällig auswählen. Heißt, eine Aufgabe pro Arbeitsbereich wird auf jeden Fall für jeden Teilnehmer, jede Teilnehmerin beurteilt. Wenn wir dabei Duplikate finden, heißt Stichprobenartig manuell oder automatisiert, wir prüfen auch automatisiert, wenn Duplikate abgegeben werden, dann ist für die jeweils betroffenen Personen die Aufgabe mit jeweils 0 Punkten beurteilt. Diese Stichprobe von 4 Aufgaben, die da berechnet wurden, gehen zu 60% in die Endnote ein. Das waren im letzten Jahr noch 30% und weitere 30% kamen durch einen Übungstest zustande. Dieser Übungstest entfällt in diesem Jahr, den gibt es nicht, weil wir in der Betrachtung der Ergebnisse gesehen haben, dass die Leistungen auf der Übungsausarbeitung korrelieren mit den Leistungen am Übungstest und es deswegen nicht notwendig ist, beides zu machen. Das heißt, bitte individuell ausarbeiten die Übungsaufgaben und die gehen dann in die Note ein. Dieser Teil muss positiv sein. Das heißt, man kann hier eben bestimmte Punkteanzahl erreichen, mindestens die Hälfte muss erreicht werden. Im zweiten Teil der Übung geht es dann um ein größeres Szenario. Das ist eine Gruppenarbeit, frei bildbare Gruppen zu 2 Personen. Bitte nicht weniger, bitte nicht mehr. Wenn es da Unklarheiten gibt, bitte einfach bei uns melden. Aber grundsätzlich 2 Personen. Welche Gruppen das sind, könnt ihr euch frei aussuchen. Und wir setzen dort ganz konkret ein verteiltes System um. Und zwar nicht nur auszugsweise, sondern vom User Interface bis zur Datenhaltung, bis zur Kommunikationsinfrastruktur durch, damit man einmal ein Gesamtsystem und den Zusammenspiel der Komponenten sehen kann. Dazu spezifizieren wir Anwendungsfälle, die da umzusetzen sind. Das wird irgendein Chat-System höchstwahrscheinlich werden. Wir spezifizieren, was das System können muss. Stellen das dann auch vor, unterstützen auch die Implementierung durch Tutorials, wo wir die Technologien vorstellen. Es gibt noch Fragestunden und am Ende gibt es ein gemeinsames Abgabegespräch, wo das System, das fertige System demonstriert wird und wo wir uns dann den Source Code gemeinsam ansehen. Das macht es mit jeweils einem der Übungsleiter und wir haben dann einen Beurteilungsraster, den wir ausfüllen und das Ergebnis dieser Abgabe geht zu 40% in die Note ein. Auch der Teil muss positiv sein. Das heißt, die Übung setzt sich aus einer 60-40 Kombination in der Beurteilung zusammen. 60% machen die abgegebenen oder die 4 beurteilten abgegebenen Übungsabgaben aus. 40% macht das Übungsprojekt aus. Im zweiten Teil ist es eben so, dass die Vorlesung bereits abgeschlossen ist. Da stehen wir dann auch nochmal erweitert, einerseits über die Lernplattform, andererseits auch in Sprechstunden für Fragen zur Verfügung, wenn es denn notwendig sein sollte. Gut, so viel zum Modus einerseits der Vorlesung und der Übung und deren Verschränkung. Wenn es hier noch Fragen gibt, würde ich bitten, das entweder in einer der Präsenzphasen zu klären oder in der Lernplattform zu posten.